Liebe Freundinnen und Freunde, das Bundesverfassungsgericht hat unsere Entscheidung im Rechtsausschuss bestätigt und die einstweilige Anordnung von Herrn Brandner abgelehnt, mit der er wieder zurückkehren wollte in das Amt des Ausschussvorsitzenden. Sehr schön, dass er dort verloren hat. Sehr schön, dass unsere Argumentation von uns Linken auch hier gezogen hat, offensichtlich. Und ich will das noch einmal deutlich machen. Das Bundesverfassungsgericht war gefragt worden, ob diese Abberufung ein Actus Contrarius, wie wir Juristen sagen, man darf ins Amt gewählt werden, man darf auch abgewählt werden, ob der Bestand haben wird. Und sie haben zumindest gesagt, ja, wir schauen uns das nochmal näher an, in der Hauptsache, in dem Klageverfahren, aber zumindest ist keine Rechtsverletzung erkennbar, die es rechtfertigt, ihn vorläufig und sofort wieder in dieses Amt zu bringen. Ich finde, das ist ein gutes, ermutigendes Signal. Und die andere Sache, die Hauptsache, da werden wir mal schauen, wie das Verfassungsgericht das in aller Ruhe entscheiden wird. Damit ist schon mal Herr Brandner deutlich gebremst. Heute Morgen hat er sich auch schon wieder etwas im Bundestag geleistet, das will ich hier nicht unterschlagen. Da hat er sich nämlich beschwert, dass an dem Brückentag, an einem Freitag, ein Fax eingegangen sei, in dem eine Einladung für den Folgemontag zu einer Konferenz da gewesen sei, an der man übrigens auch per Videokonferenz habe teilnehmen können. Er behauptete, er sei nicht in der Lage gewesen, an dieser Konferenz teilzunehmen. Nur erstaunlich, alle anderen, die angeschrieben wurden, nämlich alle Berichterstatter aller Fraktionen, die waren sehr wohl dienstbereit an einem Brückentag. Das ist in der Organisationshoheit jedes einzelnen Abgeordneten. Und sie waren auch in der Lage, an dem Gespräch, an der Videokonferenz teilzunehmen. Warum Herr Brandner nicht? Ich glaube, und das hat ihm ein Redner heute auch vorgeworfen, dass er nämlich gar nicht so viel arbeitet, wie er behauptet zu arbeiten. Das nur so am Rande. Das wirft, finde ich, auch ein bezeichnendes Licht auf ihn. Und insgesamt finde ich eine gewisse Qualität der Arbeit, die darf man von uns allen hier erwarten. Dafür werden wir gut genug bezahlt. In diesem Sinne, schönes Wochenende.